Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, und wir schauen dann auch gleich mal rein in den Item Shop und da haben wir ein neues Set. Gucken wir mal rein. Nibbles! Das ist der Backbling und das ist Flapjacky. Gucken wir mal. Flapjacky. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh, was habe ich denn da schon wieder drin jetzt hier? Meine Güte, ich krieg's gerade nicht so. Wo ist es denn? Ich muss da mal ganz kurz rein und dann muss ich da durch und dann. So, jetzt müsste da unten noch das Icon weg sein. So, also, schauen wir doch mal. Flapjacky, ja. Oh Gottes Willen. Hey, guck mal hier, sieht aus, als hättest du sogar Strapse, haben sie Strapse hier mit dran gemacht, du. So, ein Ohrring da oben auch noch. Also das Ding ist schon irgendwo ziemlich crazy durchgeknallt. Ich gebe da, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich gebe da 5 von 10. So, gibt es denn zu der Flapjacky schon Votes? Müssen wir mal reinschauen. Oh, es gibt schon Votes, tatsächlich. So, 3,5 von 5 bei 4 Votes aktuell. Jetzt schon. So. Dann gehen wir in den nächsten rein und das sieht aus wie so ein. Ja, der. Growler. This good boy is not afraid to bare his teeth. Der Growler, das sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, kann man das sagen, ein Hunde-Alien? Ja, ein Hunde-Alien. Sieht der Backpack aus da hinten überhaupt? Scheiße. Also, kriegt von mir auch. Ah, 5 von 10. So, schauen wir mal beim Growler rein. Was auch da sind schon Noten da. 3,5 von 5 bei 4 Votes ebenfalls. So, dann haben wir hier eine Jack Spammer Picke. Sieht sehr skurril aus, das ganze Ding. Was ich weiß aber nicht, was ich dem geben soll. 4 von 10, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was weiß ich? Also bis jetzt auch kein Vote dafür da. So, das hier der Poof-Parasil. Oh mein Gott. Puffed up and ready for landing, part of the Animal Jacket Set. Selectable Styles, Preview Styles. Ist jetzt da der Unterschied? Hä? Was? Vielleicht vorne oder was? Ist da vorne irgendwas anders? Hä? Dog, also Hund, Rabbit, Hase. Das Zeichen? Das ist ein anderes chinesisches Zeichen. Ah, okay. Der Hund und der Hase. Alles klar. Ja, kickt mich trotzdem nicht wirklich. Also auch das Ding 5 von 10. Wurde denn dem Pufi-Parasyl. Ja, 3 von 5 bei 2 Votes nur. Ja. Also ganz komisches Ding hier. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Dann gehen wir hier mal in den Aerobic Assassin. Oh mein Gott, schrecklich, grausam. Kriegst du Augenkrebs hier? Oh mein Gott. Das Ding. Ja, was soll man dem geben? Ich glaube, den hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt.
Finde ihn schrecklich. Ich gebe der 3 von 10. Also, wo ist denn tatsächlich jetzt hier mal? Da. Ja. Das sieht folgendermaßen aus. 2,38 von 5 bei 21 Votes. Also, ja, ähnlich. Ihr seht es ähnlich. So, dann haben wir den Arctic Assassin. Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Bin nach wie vor bei 6 von 10. Ist natürlich hammerbeliebt. Arctic Assassin. Hier Arctic Assassin. 4,46 von 5 bei 24 Votes. So, dann haben wir den Igel. Fly like an eagle. I fly like an eagle. Ja, der Herr Sofort hat sich den auch gegönnt, den Igel. Und ja, das Ding kriegt von mir 7 von 10. Gucken wir mal. 2,9 von 5 bei 10 Votes nur. So, dann sind wir beim Night Owl. Ja, sieht echt cool, ein All-Nighter. Also die Eule sieht schon echt cool aus, ne? Gibt da 7 von 10. Und dann schauen wir mal. Oh, uiuiui. 4,8 von 5 bei 5 Votes. Alles klar, am 3. Juni 2018 ist das erstmal drin gewesen. 9 Reminders. Wie hört sich die an? Okay. Und dann haben wir Fingerwag. So nicht. Den hat sich der Herr sofort auch geholt. Eine Fingerwag ist auch ein cooler Emote. Also 7 von 10. Und dann schauen wir mal rein. Kann man immer mal gebrauchen, das Ding. 4 von 5 bei 3 Votes. 28. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Schaut es mal wieder an, wenn es heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, nehmen wir gleich. Oder hoffentlich bald wieder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.